Siebter Spieltag in der NRW-Liga und damit das dritte aufeinanderfolgende Spiel der Sportfreunde Siegen gegen eine U23, heute gegen die von Alemannia Aachen. Gespielt wurde im großen Aachener Tivoli, das Stadion fast knapp 33.000 Zuschauer, die waren natürlich heute bei weitem nicht da, aber die Siegener Fans, sie machten Stimmung für 33.000. Das allemal. Wir gehen sofort ins Spiel und da hatten die kleinen Alemannen ihre erste Möglichkeit. Flanke von der rechten Seite und Daniel Engelbrecht hat da die erste Möglichkeit, nach 6 gespielten Minuten die Hausherren hier in Führung zu bringen. Nach 20 Minuten gab es dann auch die erste Möglichkeit für die Sportfreunde. Freistoß Grebe und da ist keiner mehr am Ball und der geht knapp neben den Kasten von Tim Krumpen, dem Schlussmann von Alemannia Aachen. Dann wieder die Sportfreunde Siegen. Hettich zu Lewe. Lewe verlängert zu Sven Michel. Und der haut das Ding dann über das Aachener Tor. Also nach wie vor 0:0 hier im Aachener Tivoli. Und die nächste Möglichkeit gehörte wieder den Sportfreunden Siegen. Und wieder war es eine Standardsituation. Freistoß wieder ausgeführt durch Daniel Grebe. Der Ball kommt vors gegnerische Tor und der Kapitän Jörn Novak. Aber der Ball geht dann am langen Pfosten vorbei und immer noch der Spielstand 0:0 hier im Aachener Tivoli. Und die nächste Möglichkeit gehört den Hausherren. Flanke von der rechten Seite, die kommt und Daniel Engelbrecht. Er bekommt den Ball dann nicht mehr unter Kontrolle. Und so geht auch dieser Ball am Tor der Sportfreunde Siegen vorbei. Nach einer guten halben Stunde letzte Möglichkeit in der ersten Hälfte. Eckball da für Alemannia Aachen. Und im Nachschuss ist es Sascha Marquet. Aber der ging dann doch deutlich über das Siegener Tor. Dann war erstmal Halbzeitpause. Und Michael Boris wird die richtigen Worte in der Halbzeitpause gefunden haben. Denn in der zweiten Halbzeit waren die Roten stärker. Wenn auch die Alemannia Aachen hier die erste Möglichkeit hat. Ball wird aufgelegt für Ayman Demai und der zieht ab aus der zweiten Reihe. Der wird noch abgefälscht, aber keine Gefahr für den Kasten von Raphael Kotscher. Dann die Sportfreunde Siegen. Sie bekommen einen Freistoß nach diesem Foul an Leon Binder. Leon Binder, ja lange Zeit gespielt hier bei der U23 von Alemannia Aachen. Isa bringt diesmal den Freistoß vor das Tor von Tim Krumpen und der kommt wieder zu Leon Binder und der haut das Ding dann im Liegen in die Maschen. 1:0 für die Sportfreunde Siegen. Also die Sportfreunde Siegen führen jetzt hier bei Alemannia Aachen im Aachener Tivoli und natürlich auch dieser Treffer nochmal in der Halbzeitpause. Wir haben erstmal abgewartet, ob der Schiri da keinen Foul pfeift, aber er ließ weiterlaufen und das war gut für die Sportfreunde Siegen, denn damit steht es jetzt 1:0 für die Roten. Und Michael Boris, er gab sofort neue Anweisungen nach dem Treffer von Leon Binder. Und hier muss die Physiotherapeutin einiges einstecken. Das geht dem Siegener Trainer da nicht schnell genug. Nächste Möglichkeit, Eckball für Alemannia Aachen. Und wieder ist es der Kapitän, wieder ist es Daniel Engelbrecht, der den Ball gefährlich auf das Siegener Tor bringt. Dann Alexander Hettich. Hettich zieht ab. Sven Michel geht ganz bewusst nicht mehr an den Ball. Aber er geht dann doch neben das Aachener Gehäuse. Serkan Dahlmann mit diesem Gewaltschuss versucht er hier das 2:0 zu machen. Aber auch diese Möglichkeit verläuft im Sande. Aber die Siegener gehen weiter auf das zweite Tor. Jakobs legt auf für Hettich. Der Ball wird noch abgefälscht, aber die Aachener können klären. Aber sie waren jetzt geschlagen, überließen den Sportfreunden mehr und mehr das Feld. Letzte Möglichkeit im Spiel, Einwurf, Sportfreunde Siegen, Alexander Hettich und Sven Michel bekommt er den Ball fast vor die Füße gelegt, konnte damit aber nicht rechnen. Das war's, die Sportfreunde Siegen gewinnen 1:0 gegen Alemannia Aachen. Wir sind nächste Woche wieder mit dabei beim Heimspiel gegen Westfalia Herne. Da trifft dann René Lewe Johann auf seinen Ex-Club und mit den folgenden Bildern lassen wir sie einfach mal ganz alleine.
heute vertue ich mich nicht beim Tor, weil es ist nur eins gefallen. Wie war dein Besuch wieder am Aachener Tivoli? Ja, erstmal natürlich ein bisschen gemischte Gefühle. Ich habe noch einen guten Kontakt zu den Jungs. Und wir haben auch vorher telefoniert teilweise und so, ohne jetzt konkrete Informationen auszutauschen. Und ja, dann haben sie nicht mit gerechnet, dass wir heute über den Kampf kommen, und da haben wir die niedergekämpft. Das Tor ist nach einem Freistoß gefallen. Hattest du erst die Befürchtung, dass der Schiri das abgepfiffen hat, oder wusstest du direkt, dass es Tor? Nö, also ich habe keinen Pfiff gehört. Der Ball lag mir vor den Füßen, war ein bisschen aus dem Getümmel heraus. Sind ja gefährlich nach Standards, da wurde er anscheinend hibbelig und dann habe ich ihn reingewirkt. Kein schönes Tor, aber ein Tor. Leon Binda, schalalalalala, roter Teufel. Was hat der Trainer gesagt in der Halbzeitpause? Denn meines Erachtens wart ihr in der zweiten Halbzeit stärker als in der ersten. Nö, Trainer ist sachlich geblieben. Erste Halbzeit haben wir erstmal, sind wir über den Fußball gekommen, zweite Halbzeit über den Kampf, weil wir dann auch früh das Tor gemacht haben. Und ja, das war auch die Vorgabe, dass wir heute erstmal sicher stehen wollten, und das haben wir auch gut umgesetzt. Wie geht es jetzt für dich heute weiter? Noch ein paar Freunde besuchen oder geht es jetzt gleich mit auf die Heimreise? Ja, ich wohne ja jetzt in Köln, habe noch ein bisschen was in meiner Wohnung zu tun, und dann auf der Rückfahrt, dann klatscht dem Lewe nochmal eine und dann bin ich zufrieden, gehe ich ins Bett, ich bin müde. Dann gute Heimfahrt und viel Glück nächste Woche gegen Herne. Ja, danke schön. Julian, 1:0 gewonnen hier am Aachener Tivoli. Wie war es in einem großen Stadion? Ja, war natürlich atemberaubend, ne? Wenn man hier reinkommt und sowas noch nie so wirklich gesehen hat. Wir haben zwar letztes Jahr am alten Tivoli gespielt, aber es ist ja nochmal eine andere Hausnummer hier. Da hat man schon vor dem Spiel richtig Bock und ist heiß und ja, hat Spaß gemacht. In der ersten Halbzeit hat man so ein bisschen das Gefühl, du verhungerst da so ein bisschen auf der rechten Seite, kriegst keine Bälle. In der zweiten Halbzeit war es aber deutlich besser, oder? Ja, ich sag mal, in der ersten Halbzeit war das Spiel noch ein bisschen zerfahrener. So. Wir haben sind noch nicht so in unsere Spielzüge gekommen. Die Aachen haben uns auch gut unter Druck gesetzt, läuferisch. Aber ich denke, es war auch in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe. Und bin ein bisschen abhängig davon, wie die Bälle kommen. Aber dann muss man sich irgendwie ins Spiel reinarbeiten. Und dann haben wir das in der zweiten Halbzeit, denke ich, ganz gut gemacht. 1:0 gewonnen, ganz wichtiger Sieg im dritten Spiel gegen eine zweite Mannschaft. Jetzt kommt nächste Woche Herne, da sollten noch mal ein paar mehr Treffer fallen, oder? Ach ja, wenn wir wieder 1:0 gewinnen, dann sind es wieder 3 Punkte, sag ich mal. Ne? Natürlich freut man sich, will man den Zuschauern zu Hause auch was bieten. Aber ich sag mal, 3 Punkte sind 3 Punkte und das ist das Wichtigste. Dann gute Heimfahrt und viel Glück nächste Woche gegen Herne. Alles klar, danke schön. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich denke, die Ausgangssituation für uns war nicht so positiv, gerade nach der Niederlage gegen Bielefeld. Unter der Woche, dass wir jetzt schon 6 Pflichtspiele, ich glaube 12 Gegentore bekommen haben. Da hat unser Hauptaugenmerk, die Null zu halten. Ich glaube, das konnte man heute erkennen, weil wir nach vorne hin, ja, nicht so gut war ich nicht mit zufrieden. Nach hinten hin, wir haben sehr viele Standards zugelassen. Aachen, ich habe sie zweimal gesehen hier gegen Hülz und gegen Speldorf, haben natürlich in der Offensive mit Engelbrecht und mit Fotzer natürlich sehr, sehr gute Leute. Da hieß es für uns, wachsam zu sein. Ich glaube, wir haben ganz viele Standards zugelassen, die wir aber irgendwie heute verteidigen konnten. Dieses irgendwie hatte, glaube ich, auch einen Plan. Da war jetzt nicht was, wo wir 2-3 Mal nachhaken mussten. Herr Huber sagte Glückwunsch. Und zum Glückwunsch das erste Teil des Wortes Glück. Ich denke, das muss man sich auch ein bisschen erarbeiten. Und wir haben heute gegen den Ball, glaube ich, mächtig gearbeitet. Vorne angefangen, Lebe war nachher kaputt, Sven Michel war nachher auch stehen, K.O., weil Aachen halt permanent Druck macht und ich sie als gute Mannschaft sehe, die auch in den Plätzen 1 bis 7 zu tun haben werden. Unterm Strich, ob glücklich oder nicht, ich denke, wir haben das Ding erarbeitet. Wir haben ein Tor geschossen, eins mehr als Aachen. Wir nehmen die 3 Punkte mit und freuen uns drauf, dass es am Sonntag hoffentlich gegen Herne auch 3 wird. Damit diese Achterbahnfahrt mit mal 2 Siegen, 3 Siegen, 4 Siegen, 5 Siegen in Folge endlich beginnt. Weil wir einfach das Ziel haben, ohne nachzusitzen unter die ersten 3 zu kommen. Danke. Ja, ich denke, dass heute ein Spiel von 2 Mannschaften war, die, ich auch glaube, unter den ersten 7 damit so reinlaufen werden. Nur wir müssen natürlich gerade als Heimmannschaft irgendwann auch mal solche Spiele gewinnen, und wir haben jetzt schon viele Punkte abgegeben, die unnötig sind. Gegen Siegen kannst du verlieren, musst du nicht verlieren. Ich denke, wenn wir, ja, ich sage jetzt einfach mal, in der ersten Halbzeit das Tor machen, wo wir eine riesen Kopfballchance von Daniel Engelbrecht haben, wo er nicht richtig hingeht, wenn er da, ich sag mal, so hart hingeht, dass er den Torhüter mit rein wirft ins Tor, dann machen wir das Tor, und dann, glaube ich, läuft es anders. So laufen wir immer wieder hinterher. Bei Standardsituationen, ich habe es in der Halbzeit angesprochen, dass wir immer zu tief stehen. Wir stehen immer zu tief hinten im 16er drin, und da ist es für einen Torhüter natürlich schwer,
Gegner, die eigene Mannschaft und den Ball zu kontrollieren und letztendlich entscheidend in Standardsituationen das Spiel, wo wir, ja, ich sage mal unnötig, finde ich, drei große in die Mauer stellen, wo man ganz eindeutig sehen kann, dass Issa den Ball definitiv nicht aufs Tor schießen will, sondern hinten rein läuft. Und da ja, stehen drei Siegner und ich glaube nur einer von uns. Und also dadurch fällt das Tor durch eine Unaufmerksamkeit. Natürlich haben wir Druck gemacht, aber nachher natürlich auch ein bisschen unkontrolliert Bälle vorne reingespielt, also ohne den nötigen Druck, beziehungsweise auch nicht versucht, mehr über außen zu kommen. Wir haben teilweise die Möglichkeiten gehabt und dann haben wir nochmal abgestoppt und dann ist genau dieser Bruchteil von Sekunden, wo der Stürmer vor dem Abwehrspieler ist, vertan, wenn wir da nochmal drauf treten. Ansonsten, wie gesagt, sind wir natürlich enttäuscht, dass wir heute nicht die Punkte hier nach uns oder zurück hier gelassen haben. Trotzdem müssen wir jetzt gucken, dass wir auch mal eine Serie starten und ja, ich sage einfach mal nicht so viele unnötige Punkte. Michael, am Freitag nach der Pressekonferenz hast du die Taktiktafel rausgeholt und hast mir erklärt, wie ihr spielen wollt. Alles so glatt gelaufen? Ich habe die Taktiktafel ja rausgeholt, weil ich dann in der Videoanalyse deinen Kommentar gehört hatte, nach 9 Minuten, dass René Levillon viel zu tief steht, beziehungsweise die Siegner stehen zu tief. Ne? Und wir laufen generell ab Mittelkreis an und ich glaube, das konnte man heute sehen, was für eine Laufarbeit René Levillon und Alexander hätte ich angefangen. Die anderen 8 natürlich auch, Rafa nehme ich mal raus, gegen den Ball produzieren, machen und tun, um halt wenig Torchancen zu kreieren lassen vom Gegner. Und ich denke, das ging heute auf. Es waren viele Standards dabei, die wir auch gut verteidigt haben, aber aus dem Spiel raus, Engelbrecht hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit ein Riesending, da standen wir auch noch nicht so gut. Ansonsten habe ich uns nicht wackelig gesehen. Issa heute von Anfang an, wie hast du seine Leistung heute gesehen? Gut, Issa trainiert seit dem ersten Tag, seitdem er bei den Sportfreunden ist, gut. Ich sehe ihn normalerweise nicht so als defensiven Sechser. Ich habe immer gerne einen davor, der Größe hat, sprich Ennis oder Massi. War ich aber nicht mit zufrieden. Kann man sich aber auch vorstellen, bei 12 Gegentreffern in 6 Spielen muss man irgendwas verändern. Gemacht, Issa seine Chance bekommen, hat sie super genutzt. Ist natürlich im Spielaufbau auch enorm wichtig und freut mich für ihn, aber wie gesagt für die ganze Mannschaft, weil es einfach homogen heute war. War vielleicht heute so das dreckige 1:0, wo du sagst, das reicht mir eigentlich. Aber es kam auch durch die Leistungssteigerung, zumindest mal wieder in meinen Augen, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, in der zweiten Halbzeit. Was hast du in der Halbzeitpause gesagt? Ja, so viele Sachen. Ne? Fing dann bei der Innenverteidigung an, wo sie auf einmal nicht wussten, wo sie hin mit dem Ball sollten. Ja? Dann immer mal so Tipps geben. Ich versuche sie auch während des Spiels, das auch, was wir zu trainieren, immer wieder abzurufen. Spielt dahin. Und ja, dafür ist so eine Halbzeitpause da, um die Sachen anzusprechen. Ist nie persönlich gemeint, ganz im Gegenteil. Immer nur fürs Ganze, fürs Gewinnen, / fürs Siegen. Und ja, zweite Halbzeit klappte das ganz gut, war aber eine Zeit lang überhaupt nicht zufrieden, weil ein paar Sachen nicht so gelaufen sind, wie wir es trainieren, haben sie dann auf einmal eine eigene Idee und dann gab es, ich glaube, die Physiotherapeutin hat Feuer gekriegt von mir ohne Ende, wobei das arme Mädchen da nichts für konnte. Bevor wir jetzt auf den nächsten Gegner zu sprechen kommen, ich weiß nicht, ob die Kollegen dich gerade danach gefragt haben, am Freitag gab es Glückskekse bei der Pressekonferenz und du hast gesagt, am Sonntag sagst du mal, was auf dem Zettel stand. Ja, ich glaube, der Westen oder irgendjemand hat das ja schon geschrieben gehabt, irgendwie, sie haben Erfolg in den nächsten, oder ihr Erfolg in den nächsten Jahren wird stetig wachsen. Das stand drauf. Ja, dann sind wir guter Dinge fürs nächste Spiel gegen Herne. Da sollten eigentlich vielleicht ein paar mehr Tore fallen, oder? Auf Siegener Seite. Ist mir eigentlich egal. Ne? Und wenn wir auch 1-0 nur gewinnen, die Art und Weise ist entscheidend. Keine Chancen zulassen. Wenn wir natürlich 10 Glasklare haben, drehe ich draußen auch durch, weil einfach ich den Anspruch habe, diese Sachen ordentlich auszuspielen. Aber ich oder wir werden Herne nicht unterschätzen. Auch die kommen ins Leimbach-Stadion, wissen viele Zuschauer. Ne? Wenn das lange 0-0 steht, man weiß ja nicht, wir müssen einen super Tag erwischen, keinen angebrochenen. Heute erste Halbzeit, was du angesprochen hast, fand ich, waren 3-4 Spieler da, die einen angebrochenen Tag hatten. Das hat sich dann Gott sei Dank zum Ende des Spiels erledigt gehabt. Aber ich hätte gerne wieder, ja, dass alle 11 oder 14, wenn sie halt reinkommen, Vollgas geben und einen super Tag erwischen. Lever hat zwischenzeitlich mal was auf die Schlappen bekommen. Ist eigentlich bekannt als einer, der ein bisschen was einstecken kann. Lag dann aber doch längere Zeit da verletzt auf der Seite oder hinterm Tor. Nichts Schlimmes, oder? Ja, soll sich nicht so anstellen. Haben jetzt 2 Tage frei, bisschen Eis drauf und dann geht's Mittwoch weiter. Dann viel Glück. Am Mittwoch im Pokal, glaube ich. Nee. Nächste Woche erst. Nächste Woche Dienstag Kreispokal, Mittwoch Borussia Dortmund und dann ist, glaube ich, Samstag Grün-Weiß Siegen und dann fangen wir erst wieder an, weil das ist doch das vorgezogene Spiel gegen Schermbeck. Heißt Mittwoch, du hast jetzt wieder 2 Tage frei. Ja, wir haben 14 Tage fast durchtrainiert und Mittwoch fangen wir an. Ich gucke mir vorher Dienstag noch deine Videoaufzeichnung an und dann werden wir es besprechen. Ein schönes langes Wochenende und viel Glück nächste Woche gegen Herne. Danke.